Hallihallo, da bin ich wieder, Lilly von Annes Stempeldesign. Wie versprochen gibt es jetzt die Fortsetzung unseres Inspirationsvideos vom Adventskalender mit den Türchen 2 bis 11. Türchen Nummer 2 geht eigentlich immer und ist sehr vielseitig einsetzbar. Du kannst Schokolade versenden oder verschenken. Mit diesem Stempelset kannst du Verpackungen und Karten verzieren. Ich habe eine Schokoladenverpackung gebastelt und die Stempel hierfür benutzt. Die Schokostückchen als Hintergrund und die Texte zusätzlich mit klarem Embossingpulver embossed. Satt heißt nicht, dass keine Schokolade mehr reinpasst. Schokoladige Grüße geht auch für Schokotorten. Eben alles, was mit Schokolade zu tun hat. Damit sich die Schokolade besser rausnehmen lässt, habe ich an der Schokolade selbst noch ein Bändel dran befestigt. So eine Verpackung wertet ein Schokoladenmitbringsel gleich mal auf. In Türchen Nummer 3 haben wir schon den Nikolaus versteckt, damit noch Zeit ist, einen Nikolausknuddler zu versenden. Wir haben Anhänger für die Nikolausstiefel gebastelt. Ann hat für ihren Anhänger den Nikolaus und die Geschenke extra gestempelt und ausgeschnitten, koloriert mit Aquarellbuntstiften und auf den Tag mit Abstandskleber geklebt. Damit der Nikolaus nicht so in der Luft schwebt, hat sie noch ein paar Punkte aus dem Türchen Nummer 1 Hintergrundstempel als Halt hingestempelt. Genauso kannst du auch eine Karte gestalten und dann den kleinen Tag vom Nikolaus weglassen oder den für etwas anderes verwenden. Für die Nikolauspost kann der Stempel vom Nikolaus auch außen auf den Briefumschlag gestempelt werden. Wie du siehst, kann auch dieses Set sehr vielseitig für die ganze Weihnachtszeit genutzt werden. Auch für ein Dezember-Tagebuch, wie Anne es noch verwendet hat. Wir sind bei Türchen Nummer 4 angelangt. Glückwünsche braucht man immer, für Geburtstage so oder so. Bei diesem Set kannst du alle Textzeilen zusammenverwenden oder einzeln abstempeln, unterschiedlich kombinieren, je nachdem, für was du es brauchst. Anne hat für ihre Variante alle Texte benutzt. Abgestempelt mit zwei unterschiedlichen Farben und veränderten Winkeln. Eine schnelle Karte, die doch sehr wirksam ist. Ich bin übrigens der glückliche Besitzer dieser Karte geworden. Bei Türchen Nummer 5 dreht sich fast alles um Bücher. Dennoch kannst du die Texte auch für andere Anlässe verwenden. Wenn ein neuer, veränderter Lebensabschnitt beginnt oder zum volljährigen Geburtstag. Es gibt immer wieder neue Kapitel im Leben, nicht nur in den Büchern. Anne hat einen kleinen Tag gemacht, den sie für ein Buchgeschenk verwenden möchte. Der Text ist aus dem Monatsstempel November 2022. Für Lesezeichen ist dieses Set auf alle Fälle perfekt und immer ein schönes Geschenk für Leseratten. Anne hat sich hier farblich am Bucheinband orientiert. Für dieses Buch hat Anne die Fotos für den Einband und das Porträt der Autorin gemacht. Dieses Buch beinhaltet viele kleine Geschichten. Du kannst dir damit auch kleine Merkklammern basteln. Anne hat den Bücherstapel koloriert, mit einem 2-Inch-Kreisstanzer ausgestanzt und mit zwei Abstandskleber auf einen 2¼-Inch ausgestanzten Kreis geklebt. Die 3D-Klebepads nur auf den oberen Teil geklebt, kannst du die Merkhilfe einfach über die Buchseite schieben. So merkst du dir ganz schnell die Stelle, wo du warst. Eignet sich also perfekt für Buchgeschenke. Ho, 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 Türchen Nummer 6. Ich denke, die meisten kennen das Spiel. Wenn nicht, es ist eine Spielanleitung mit dabei. Wir haben es oft in der Schule gespielt, auch während dem Unterricht. Dieses Spiel ist ein perfekter Zeitvertreib, ob im Wartezimmer oder auf Reisen oder wo man sonst viel Zeit mit Warten verbringt. Man kann sich einen kleinen Block vollstempeln und das Spiel mit einem Stift spielen und die Seite jeweils wieder herausreißen. Oder als permanentes Spiel mit zum Beispiel Tic-Tacs oder farbigen Steinen. Anne hat ein kleines Geschenk daraus gemacht. Viel Spaß kannst du auch für viele andere Projekte verwenden. Hier werden die Spielsteine gleich mitgeliefert. Das Spielfeld ist eine Spielkarte und so immer wieder verwendbar. Verpackt in einem Organza-Säckchen und viel Spaß auf ein Tag gestempelt. Ein Mitbringsel, das für groß und klein funktioniert.
Bei Türchen Nummer 7 wird es wieder weihnachtlich. Schneekugeln haben wir schon als Kinder geliebt, in allen Varianten. In manchen Orten konnte man sich solche Kugeln als Souvenir kaufen und anstatt Schnee flog dann Glitzer durch die Kugel. Anne wollte schon immer mal eine Schneekugel stempeln und so zeichnete sie dieses verschneite Häuschen in die Schneekugel. Das Motiv lässt sich super gut ausschneiden und kolorieren. Anne hat diese Karte daraus gebastelt. Gestempelt, koloriert und ausgeschnitten. Den Text darunter gestempelt und fertig sind die Weihnachtsgrüße inklusive Kindheitserinnerung. Wir sind gespannt, was du daraus zauberst. Verwende den Hashtag Annes Stempeldesign Adventskalender 2022. Dann finden wir deine Werke, die du mit den Stempeln aus unserem Adventskalender kreiert hast. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Türchen Nummer 8 ist etwas maritimer und dennoch sehr vielseitig verwendbar. Lust auf Meer geht auch in einem Mini-Album oder auf Scrapbooking-Layouts oder für eine Gartenparty als Tischdekoration. Der Anker geht auch für Hochzeiten oder für eine Einladung zur Konfirmation. Der Anker kam für mich wie gerufen. Bei uns steht nächstes Jahr eine Konfirmation an. Der Anker ist perfekt für meine Einladungskarte. Das Segelboot auf der Vorderseite der Einladung und zur Konfirmation habe ich aus dem Themenstempel Segenswünsche und du findest ihn im Shop unter Themenstempeln. Ich habe zwei Varianten gemacht. Schreib es uns gerne in die Kommentare, welche Variante du verwenden würdest. Variante 1. Die Karte kann man links und rechts aufklappen. Auf der linken Seite habe ich den Spruch und den Anker gestempelt. In der Mitte stehen die Informationen, wo und wann die Konfirmation stattfindet. Auf der rechten Seite dachte ich, ein Foto von Julian einzukleben. Die zweite Variante ist vorne wieder mit dem Themenstempel Segenswünsche gestempelt. Diese Variante wäre dann ohne Foto, daher habe ich den Spruch links und den Anker rechts innen auf die Klappen gestempelt. Bis zur Konfirmation werden wir noch ein paar Korken sammeln, denn daraus mache ich die Tischkarten passend zur Einladung. Türchen Nummer 9 beinhaltet ein Stempelset, das du für Geburtstage und Neujahr verwenden kannst. Mit dem Spruch, auch im nächsten Jahr wird so manch harte Nuss zu knacken sein, kannst du zum Beispiel eine kleine Verpackung basteln. Die Texte Alles Gute für das neue Jahr oder Alles Gute für das neue Lebensjahr passen von der Größe in den runden Stempel. Auf diesem Geschenkanhänger hat Anne es in zwei Farben gestempelt. In der Farbe Blau passt es super zu Männergeschenken und kann an das Geschenk angehängt werden. Zusätzlich hat sie die Punkte wieder zur Deko von Türchen 1 auf den Tag gestempelt. Für die Neujahrspost kannst du die Briefumschläge von außen auch gleich bestempeln. Anne hat noch als Idee eine Verpackung für Nüsse als Neujahrsgruß gebastelt. Die kannst du für die Silvesterdeko verwenden und jedem Gast bei deiner Silvesterparty als Geschenk mitgeben oder zum Geburtstag als Zugabe anstatt einer Geburtstagskarte. So ist dieses Stempelset auch wieder vielseitig verwendbar. Türchen Nummer 10 beinhaltet ein Motiv, das sich super schön kolorieren lässt. Dazu der passende Spruch: Bleib einfach so verrückt, lustig und liebenswert, wie du bist. Damit kannst du eine Karte für einfach mal so für einen lieben Menschen basteln oder für eine nette Geburtstagskarte verwenden. Anne hat für ihre Karte die Püppi mit Aquarellbuntstiften koloriert. Genauso gut passen hier auch die Texte aus Türchen Nummer 4. Je nach Variation kannst du auch mal einen Text davon in die Karte stempeln. Nun sind wir schon bei Türchen Nummer 11 angekommen. Diese Laterne hat Anne auf ihrem Balkon stehen. Sie standen für diese Zeichnung Modell und es ist mal ein anderes Weihnachtsmotiv für Weihnachtskarten. Als Spruchstempel ist dabei: Für dich wegen Weihnachten und weil ich dich so mag. Die Laterne hat sie mit der Stempelfarbe VersaFine Clair Twilight gestempelt, embossed mit einem klaren Embossingpulver, das noch Glitzer enthält. Sieht man leider hier im Video nicht so gut, im Original glitzert es wunderschön. Mit Cosmic Schimmerfarben ausgemalt ist das Motiv so richtig weihnachtlich. Auch hier kannst du zum Motiv den Text variieren. Der Text aus Türchen 7 passt hier genauso gut dazu und umgekehrt. Das waren unsere Werke mit den Stempeln aus Annes Stempeldesign Adventskalender der Türchen 2 bis 11. Fortsetzung folgt. Für deine Werke verwende gern den Hashtag Annes Stempeldesign Adventskalender 2022. Dann können wir deine Werke auch bestaunen. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!